warum willst du denn umschalten, Debbie? Das ist doch nur ein Werbespot. Ja, das ist der für die Sport-BHs. Mein Lieblingsspot. Also, ich weiß wirklich nicht, warum du immer, wenn Werbung kommt, umschalten musst. Weil ich sehen will, was auf den anderen Programmen ist. Du weißt doch genau, was auf den anderen Programmen während einer Werbepause kommt. Werbung natürlich. Ja, aber es kann sein, dass man drei hintereinander kriegt. Drei was hintereinander? Drei Werbespots hintereinander. Weißt du, wenn man umschaltet und auf jedem Programm denselben Werbespot reinkriegt, dann gewinnt man einen Preis. Das ist wie ein Jackpot. Wirklich? Ist eine wohlbekannte Tatsache. Ach, das stimmt doch gar nicht. Doch, tut es doch. Und wer gibt den Preis? Die Leute, die den Werbespot machen. Man ruft da an und sagt, hey, ich habe gerade drei hintereinander gesehen. Und dann gewinnt man das, wofür sie Werbung machen. Hi Kinder, bin wieder da. Hi, wie war die Sitzung? Naja, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihr eine 8 plus geben. Jenny, was machst du denn hier? Ich wohne hier, Dad. Kennst du mich denn nicht mehr? Das war sehr amüsant, aber warum bist du nicht im Bett? Ich habe ihr gesagt, dass sie ins Bett gehen soll, Dad. Und dir ist nicht eingefallen, diesem Vorschlag Nachdruck zu verleihen? Ich habe nun mal kein Recht, deine Stellung als Autoritätsperson in diesem Haushalt an mich zu reißen. Sie hat recht, Dad. Ab ins Bett. Zähne putzen. Im Bett? Los! Ich weiß wirklich nicht, haben sie dir eigentlich deinen Humor amputiert oder was? Ja, kommt fast hin. Ich war auf einer Sitzung der Gemeindeverwaltung. Und jetzt ab. Weg. Habt ihr euch irgendwas zu essen gemacht? Ja. Ja, das wäre wohl blöd anzunehmen, dass ihr danach die Küche sauber gemacht habt. Klar haben wir aufgeräumt. Ah, naja, Wunder gibt es immer wieder. Tja, ich könnte wohl auch ein Häppchen vertragen. Hattest wohl noch nicht. Genau, hatte keine Zeit. Ich werde mir ein paar Brote machen. Kinder, Frucht meiner Lenden, ich frage mich, ob ihr wohl einen Augenblick Zeit für mich hättet. Und zwar namentlich für mich euren alten Vater Martin Kelly Artichekt. Was ist denn das? Hattet ihr nicht gesagt, dass alles aufgeräumt ist? Ja. Und nachdem dies geschehen war, muss diese Küche anscheinend von einer Horde von Eindringlingen überfallen worden sein, die sich hier einen Schweinefraß aus irgendwelchen Matschzutaten gemacht haben und somit ist die Küche wieder ganz mutzig. Also ich frage mich, wer das bloß gewesen sein kann. Ja, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sieht es aus wie nach der Plünderung Roms und vielleicht war es deswegen Attila der Hundenkönig. Oder vielleicht waren es die Autonomen. Einzelmännchen? Nein, Dad, von denen war keiner hier. Dann war es mit Sicherheit Attila, der Hundekönig. Ach, Betty, könnten Sie mir bitte mal die Listen bringen, die auf Ihrem Schreibtisch liegen? Danke, Betty. Mein lieber Schwan. Also, was? Stan, was machen Sie denn hier? Einen Moment lang habe ich gedacht, Sie wären Betty. Nun ja, unsere Füße haben ja auch ungefähr die gleiche Größe. Und das heißt ja, wenn man sich richtig liebt, dann fängt man auch irgendwann mal an, sich ähnlich zu sehen. Ist das wahr? Ja, nehmen Sie doch nur mal Mrs. Burgess und ihre Hunde. Ah, sieht die aus wie ihre Hunde? Oh, nein, 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 die sehen aus wie Sie. Ah. Die armen Viecher. Kein Wunder, dass wir sie einschläfern mussten. Wissen Sie, zugegeben, wir hätten fast wirklich einen tragischen Fehler gemacht. Wirklich? Ich muss schon sagen, woher sollten wir denn wissen, dass sie auch bei Ihnen war, als wir sie zusammengetrieben haben? Ich meine, wenn der alte Clem nicht bemerkt hätte, dass jemand in dem Rudel ein Twinset oder eine Perlenkette anhatte, wäre sie jetzt in der großen Hundehütte im Himmel und könnte auf uns runtergucken. Ja, hören Sie, Stan, was machen Sie eigentlich hier? Tja, Martin, genau das, was wir einfachen Leute vom Lande einen kleinen Palaver nennen. Nein, ich meine, wieso sind Sie hier? Oh, na ja, Sie haben doch aber gewusst, dass ich komme. Wusste ich das? Wussten Sie es denn nicht? Wusste ich nicht. Ich dachte, Sie wussten es. Sekunde, Stan, einen Moment, das geht alles ein bisschen zu schnell. Na, das ist aber auch ein hektisches Leben in der Großstadt hier, Martin, mein lieber Schwan. Mein lieber Schwan, das stimmt. Wieso sollte ich wissen, dass Sie kommen? Nun, Sie haben doch sicherlich mein Telegramm bekommen. Ich habe Ihnen ein Telegramm bekommen. Nein, ich habe es nicht gekriegt. Was stand drin? Oh, da stand, was stand da nochmal drin? Komme am Dienstag. Wäre schön, wenn ihr mich unterbringen könnt. Grüße, Stan. Das bin ich. Ja, hören Sie, Stan, wenn Sie mir das Telegramm geschickt haben, was macht es dann in Ihrer Tasche? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich hätte mich dann entschlossen, es doch nicht zu schicken. Oh, warum denn nicht? Naja, ich dachte mir, bis die Burschen vom Telegrafenamt alles falsch aufgeschrieben haben und bis dann am nächsten Morgen das Postamt aufmacht und bis der kleine Junge sein Fahrrad aufgepumpt hat. Na, bis dahin bin ich doch selbst schon längst hier. Also habe ich mir gedacht, na nein, ich bringe es lieber selbst vorbei. Ja, ich weiß, solche Telegramme kosten doch einen Batzen oder zwei, nicht wahr? Oh, mein lieber Schwan. Ganz egal, denn Sie können natürlich gerne übernachten, nur wie lang werden Sie hier sein? Oh, ungefähr genauso lang, wie ich in Wolgate bin. Wie bitte? 1,97. 1,97. Ah, das war eine kleine Wolgate Humorspitze, Stan. Ne? 1,97. Ja, ich habe gedacht, ich frage lieber mal nach. Oh, Martin, wo ist Betty eigentlich heute Morgen? Sie ist noch nicht hier. Es ist aber schon nach 9. Ja, aber es ist noch nicht genug nach 9. Betty kommt erst hier an, wenn es viel nach 9 ist. Mein Gott, in Wolgate hätten wir jetzt schon eine halbe Tagesarbeit hinter uns gebracht. Ja, wissen Sie, Bettys halber Tag dauert etwas länger als bei anderen Leuten. Wie viel länger denn? Oh, so ungefähr um 3 Wochen. Morgen,
Das spielt keine Rolle. Was ist das denn für eine Zeit, um am Arbeitsplatz zu erscheinen? Eine ganz normale. Wenn das meine Kühe wüssten, würde ihnen die Milch im Euter sauer. Ich nenne das schändlich. Oh Stan, so schlimm ist es nicht. Nicht schlimm, es ist furchtbar. Es tut mir furchtbar leid, dass ich zu spät komme, Stanley. Warum tut es dir furchtbar leid, dass sie zu spät kommt, Stanley, aber... Das spielt jetzt keine Rolle, Mädel. Du bist gefeuert. Ich bin gefeuert? Sie ist gefeuert? Ja. Aber das ist nicht fair. Einen Moment, sie kann nicht gefeuert sein. Ich habe nichts gesagt. Och, na ja, hören Sie, ich hielt es für besser, wenn es aus meinem Munde kommt, Martin. Immerhin gehöre ich fast zur Familie. Zu welcher? Ach, zu ihrer. Na, Gott sei Dank. Einen Moment hatte ich schon gedacht, ich hätte sie adoptiert. Oh. Gut, das wäre also dann geregelt. Machen wir uns an die Arbeit. Und was genau machen wir an diesem Platz? Häuser zeichnen. Ist das nicht ein bisschen kindisch? Haben Sie nicht ein paar Schafe, die wir scheren können? Nein, Stan, wissen Sie, ich glaube, dass grasende Schafe zwischen Autos nicht recht ins Stadtbild passen. Also, Mr. Kelly, ich erhebe Einspruch. Ich meine, ich stehe hier und muss erleben, wie Sie mich von einem wildfremden Menschen feuern lassen. Oh, Betty, Stan ist nicht wildfremd. Er ist ein Familienmitglied. Na, dann lassen Sie eben ein wildfremdes Mitglied der Familie kommen, quasi, um mich zu feuern. Das ist nicht fair. Unsinn, Betty, Sie sind nicht gefeuert. Ich bin der, der hier das Feuern und Heuern besorgt. Ich meine nur, wenn Sie einverstanden sind, Stan. Oh, ja, natürlich bin ich das, Martin. Hör mal, ich wollte dir nur klar machen, wie ernst sowas ist. Ich liebe es, wenn du so dominant bist. Oh Gott, erlöse mich von diesem Blödsinn. Was genau wollten Sie denn klar machen, Stan? Na ja, eine faire Tagesarbeit zu einem fairen Tagessatz. Faire geht es doch nicht, Mädel. Finde ich fair. Sehen Sie? Stanley ist ganz meiner Meinung. Worüber denn? Na, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Hey, Dad, draußen hinterm Haus kampiert irgendeine merkwürdige Gestalt im Garten. Sag nicht sowas, das ist Stan Hickey. Du hast recht, es kampiert eine merkwürdige Gestalt hinten im Garten. Was macht er denn da, Mr. Kelly? Oh, er wollte früher ins Bett, er wohnt eine Zeit lang bei uns und wollte uns nicht zur Last fallen. Bis später dann, Dad. Hey, einen Moment mal, wo willst du denn hin? Ich geh campen mit Stan. Was ist das denn alles, Jenny? Mein Kopfkissen, meine Daunendecke, mein Radio und meine Teddylampe. Du nimmst deine Teddylampe mit in den Garten? Hey, toll, Teddylampen sind super. Ich habe auch eine Teddylampe gehabt, als ich 12 war. Ach ja? Eines Tages habe ich mich auf sie draufgesetzt und sie ist kaputt gegangen. Ich habe den ganzen Tag geheult. Mit 12 den ganzen Tag geheult? Nein, das war letzte Woche. Hör mal, Jenny, du bringst den ganzen Krempel jetzt wieder rauf. Es wird nicht im Freien geschlafen. Außerdem will Stan nicht belästigt werden. Och, bitte, Dad. Stan hat gesagt, es macht ihm nichts aus und ich will doch so gern draußen unter den Sternen schlafen. Gut, du darfst ein Weilchen draußen schlafen, okay? Und wie lange? Bis du ins Bett gehst. Aber, Dad, ich will doch draußen unter den Sternen schlafen. Gut, dann schieb dein Bett gegen die Wand und halt den Kopf aus dem Fenster. Dad! Aus! Für Kinder gibt's überhaupt keinen Spaß. Warte, bis ich erwachsen bin. Hey, Dad. Nein, du darfst auch nicht bei Stan unter den Sternen schlafen. Oh, ich wollte gerade meine Teddylampe holen. Ich habe sie reparieren lassen. Dad, ich will ja gar nicht unter den Sternen kampieren. Gut. Natsch und ich, wir haben uns eine super Idee fürs Wochenende ausgedacht. Was? Wollt ihr durchbrennen? Quasi gewissermaßen, aber nur fürs Wochenende. Am Montag sind wir wieder da. Toll, ein Punkt für mich. Wo wollt ihr denn hin? Wir mieten uns ein Hausboot und fahren nach Hawkesbury. Ah, das wird bestimmt lustig. Mhm. Moment, könnt ihr euch das überhaupt leisten? Ich meine, das kostet einen Batzen oder zwei. Ach, jetzt fange ich schon an zu reden wie Stan. Es fährt ein ganzer Haufen von uns mit. Auf die Weise wird's billiger. Ach ja, und wer? Oh, naja, Mick, Jerry, Tim und ein paar von den anderen. Meinetwegen. Dann hast du nichts dagegen? Nein, nein. Viel Vergnügen. Ah, da fällt mir was ein. Jenny, komm rein, das war lang genug. Aber ich bin doch erst rausgegangen. Tja, das ist immer das Ärgerliche an Reisen. Kaum haben sie angefangen, muss man schon wieder zurückkommen, Jenny. Ja. Na, was hat er gesagt? Hast du ihn gefragt? Er hat okay gesagt, kein Problem. Und ihr habt ihm auch gesagt, dass ein paar von uns Mädchen mitkommen? Ja, klar haben wir das. Ja, klar haben wir das. Wirklich? Ja, praktisch schon. Praktisch schon, praktisch schon. Simon, habt ihr ihm gesagt, dass da Mädchen mitkommen? Naja, nicht gerade ausdrücklich. Nicht gerade ausdrücklich. Und was habt ihr ausdrücklich gesagt? Naja, er hat gefragt, wer alles mitkommt und dann haben wir gesagt, Mick, Jerry, Tim und ein paar von den anderen. Ein paar von den anderen, das ist alles? Oh ja, denn wenn sie zu den anderen gehören, dann können es ja keine Typen sein. Dann müssen es Mädchen sein, ganz einfach. Ist doch klar. Und ihr habt nichts von mir gesagt? Nein, natürlich nicht. Du gehörst ja nicht zu den anderen. Du bist Debbie. Ja, aber du hast doch gesagt, dass wir es nicht tun sollen. Du hast doch gesagt, du würdest das schon hinkriegen. Aber ich sag dir jetzt schon, der lässt dich niemals mitkommen. Klar wird er das. Ich werde ihn einfach überreden, es mir zu erlauben, bevor er weiß, was ich will. Oh, wie willst du das anstellen? Ich werde meine Daddy-Line-Masche abziehen. Oh nein, nicht die Daddy-Line-Masche. Das ist nicht fair. Der Mann ist noch nicht geboren worden, der Daddy-Line-Masche standhalten kann. Er ist auf den Genfer Konventionen geächtet worden. Ja, sie ist toll, nicht wahr? Oh, danke, Betty. Wären Sie wohl so freundlich, das für mich zu tippen, ja? Betty, Moment mal, was soll das? Wie bitte? Diese beiden Seiten. Oh, ja, Ich
Was haben Sie gesagt, soll ich damit machen? Sie sollen sie in ein Telefonbuch legen und sich damit auf den Kopf hauen. Also, sagen Sie, Betty, was ist eigentlich los mit Ihnen? Wie bitte? Sie sind so abwesend heute. Das bin ich doch öfter. Ja, aber heute habe ich das Gefühl, ich würde mit einem Grießauflauf reden. Ach, hören Sie, Mr. Kelly, es tut mir leid. Ach, ich mache mir Sorgen wegen Stan. Was ist mit ihm? Na ja, er ist jetzt schon seit 4 Tagen hier und keiner weiß, was er macht und wo er hingeht. Wirklich kein Mensch. Ja, da haben Sie ausnahmsweise mal recht. Ich habe ihn auch schon gefragt, aber er will einfach nicht auf das Thema eingehen. Zuerst dachte ich, ich wüsste, warum er hergekommen ist. Jetzt aber jetzt, wo ich weiß, dass mir klar ist, dass ich nicht weiß, was ich dachte, dass ich wüsste. Und dass das, was ich dachte, falsch war, glaube ich. Ja. Möglicherweise. Und was haben Sie gedacht, dass Sie dachten? Ja, ich habe gedacht, er wäre wegen unserem Hochzeitstag hergekommen. Aber offensichtlich ist das überhaupt nicht der Fall gewesen. Betty, erstens hat das nichts mit einem Ofen zu tun und zweitens sind Sie nicht verheiratet. Ich weiß. Sehen Sie, wie können Sie denn da von einem Hochzeitstag reden? Na ja, es ist der Jahrestag von unserem allerersten Mal. Ah, das allererste Mal, wo Sie und er, wo Sie es gemacht haben. Nein. Nein? Nein, es ist der Jahrestag von dem Tag, wo wir es zum ersten Mal nicht gemacht haben. Ich nehme alles zurück, es ist einfacher, mit einem Grießauflauf zu reden. Nein, Mr. Kelly, wissen Sie es denn nicht mehr? Ich habe es Ihnen doch erzählt, dieser Abend, dieser Wasserturmabend. Als Stan dann schließlich meinen mädchenhaften Schutzwall bezwang und ich gesagt habe, ja, Stanley, ich will dir gehören, nimm mich. Oh ja, das ist aber nicht mehr jugendfrei. Ja, da wird's einem ganz schön heiß, nicht wahr? Und dann habe ich gesagt, besser sanft als stürmisch. Und war er's? Na ja, könnte man sagen. Und dann war er so aufgeregt, dass er mit den Füßen gescharrt hat. Ach. Ja, und dann ist er hinten aus dem Pritschenwagen gefallen und hat sich den Kopf angeschlagen und war bewusstlos. Wirklich? Ja, und dann, als sie ihn mit dem Krankenwagen weggefahren haben, hat er mir noch zugerufen, war es auch gut für dich, Geliebte? Bist du zufrieden? Natürlich habe ich ihm gesagt, dass er ganz wunderbar war. Mann, Betty, das ist die romantischste Geschichte, die ich je gehört habe. Martin, Elisabeth, ich mache mich dann mal auf den Weg. Tudelu. Ja. Sehen Sie, seit 4 Tagen verschwindet er täglich um Punkt 2:10 und kommt um 5:30 abends erst wieder. Ja, aber wo geht er hin? Ich weiß nicht, aber letzten Dienstag, da ist er zurückgekommen und roch nach billigem Parfüm. Wissen Sie, er hat ein billiges Parfüm ausprobiert, um es Ihnen zu schenken. So ist Stan. Ja, und dann am Mittwoch, da kam er zurück und war überall voller Lippenstift. Ja, er wollte einen Lippenstift für Sie ausprobieren. Auf seinem Hemd? Genau, weil er wollte Ihnen ein Hemd kaufen und sehen, ob der Lippenstift dazu... Nein? Nein, Mr. Kelly. Ich meine, es ist doch offensichtlich. Ja, da habe ich was nicht mitgekriegt. Stan hat diese Woche dazu gewählt. Eine Woche, die uns beiden so viel bedeutet, um ihr klarzumachen, dass es mit uns beiden auch so vorbei ist. Oh nein, Betty, Stan würde so etwas nie tun. Ich meine, denken Sie doch nur mal an das Benzin, das es Ihnen gekostet hat. Nein, Stan würde Ihnen das nicht antun. Ich hätte es ja auch nicht gedacht, mit Mr. Kelly. Und ich meine, er wird ja auch nie mehr so eine wie mich finden. Nein. Es nützt nichts, Mr. Kelly. Ich muss mich damit abfinden, dass zwischen uns alles aus und vorbei ist. Ich muss die zerschmetterten Überbleibsel meines Lebens aufsammeln. Soldat, marschier weiter! Und lache dem Herzschmerz in seine teuflische Fratze. Lache, armer Clown, lache! Ha, ha, ha! Und entblöße deine Brust zum Schuss. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Machen Sie reinen Tisch und fragen Sie ihn einfach, was los ist. Was, ich soll Tombola Resi machen? Ja, normale Menschen sagen Tabula Rasa. Um Himmels Willen! Wenn ich ihn frage, dann wird er mir sagen, dass zwischen uns alles aus und vorbei ist. Und wie mein Vater schon immer sagte, Mödel, wenn du die Antwort nicht hören willst, dann verkneif dir gefälligst die Frage. Ich verstehe das nicht. Ich benutze den Backofen doch nie. Wie kann der nur so dreckig werden? Sissis. Daddyline! Igitt, nicht Daddyline. Oh, Daddyline, ich wollte dich nur einen Moment sprechen. Nein, komm, das ist nicht fair. Hör auf, mich Daddyline zu nennen. Das hasse ich. Aber Daddyline, ich wollte dich doch nur etwas fragen. Martin Kelly, Architekt 2604. Was? Die Postleitzahl und der Name und der Beruf und mehr will ich nicht haben. Ach komm, nein. Daddyline, du musst mir nur einen kleinen Gefallen tun. Nein, Bitte. Na schön, gut, ja. Ja, also gut, ja, was? Oh, danke, Dad, dann darf ich also mitfahren. Mitfahren was? Mit wem? Wo? Auf dem Hausboot mit den Jungs. Nein, bist du wahnsinnig? Natürlich darfst du nicht.
Aber Dad, du hast eben gesagt, ich darf. Ja, da hattest du deine Daddyline-Tour drauf. Du weißt genau, dass das nicht geht. Egal, ich lasse auf keinen Fall zu, dass du mit einer Horde Jungs in Wochenende fährst. Ich bin doch nicht das einzige Mädchen, es fahren auch andere mit. Was? Oh, mach schon, Daddy, bitte. Jetzt lass bitte das Geschleime. Also, welche Mädchen fahren mit? Naja, Gina zum Beispiel. Gina? Willst du mir weismachen, dass ihr Vater ihr erlaubt, mit einer Horde sexbesessener wilder Tiere wegzufahren? Wir fahren mit Jungs. Das sagte ich. Simon, Nudge, kommt mal einen Augenblick her. Ja, Dad? Was können wir für Sie tun, Mr. Kelly? Als ihr mir von dieser Wochenendsache nach Hawkesbury erzählt habt, habt ihr leider vergessen, die Tatsache zu erwähnen, dass auch Mädchen anwesend sein werden. Aber natürlich doch, Mr. Kelly. Wir haben sogar heftig über diese Frage nachgedacht. Und? Zu welcher Schlussfolgerung seid ihr gekommen? Simon hat gemeint, wenn wir was davon sagen, dann würden Sie dagegen sein. Der genaue Wortlaut war, glaube ich, Dad ist sowieso so ein alter Spießer. Es wird Sie freuen, Mr. Kelly, zu hören, dass ich ein gutes Wort für Sie eingelegt habe. Ich habe gesagt, dass... Ja, Mr. Kelly? Schmier dir das in die Haare. Ja. Mr. Kelly, die Daddyline-Masche hat wohl nicht ganz gezogen. Nicht ganz. Also, Simon... Aber Dad, erinnere dich doch mal genau. Ich habe was von Mädchen gesagt. Ach, wirklich? Nur nicht bei der Sache mit dem Hausboot. Ach, Simon, lass den Blödsinn. Ich kann nicht verstehen, wie Gina es geschafft hat, ihren Vater zu überreden. Ich meine, der ist doch sonst immer so streng. Mr. Botelli hat gesagt, er würde sich auf Ihr Urteil verlassen. Was? Was hat mein Urteil damit zu tun? Naja, als Gina gesagt hat, dass wir es in Ordnung finden, wenn Debbie mitfährt, da hat Mr. Botelli gesagt, wenn das so ist, dann darf sie auch mitfahren. Du hast Gina erzählt, dass ich es dir erlaubt habe, ist das wahr? Dad, das hielten wir doch für eine reine Formsache, hat Debbie wenigstens gesagt. Oh, vielen Dank. Gut, jetzt reicht es. Was machst du da eigentlich? Ich werde jetzt Mr. Botelli anrufen und ihn über den Sachverhalt aufklären. Es wäre mir lieber, wenn Sie das nicht tun würden. Wieso? Sie wissen doch, dass Mr. Botelli ein paar ziemlich altmodische Vorstellungen hat, wenn es um seine Tochter geht. Ah, und jetzt hast du Angst, dass du was auf den Deckel kriegst. Ja, und zwar auf den Sargdeckel. Gute Nacht, Dad. Nacht, Jenny. Jenny, ich dachte, du wärst vor anderthalb Stunden ins Bett gegangen. Ich sollte doch vorher die Zähne putzen. Ja, ich habe gesagt putzen, aber nicht bis auf die Stümpfe runterschmirgeln. Und warum putzt du sie eigentlich in der Küche? Weil das Wasser dort frischer ist. Bis zum Badezimmer hat es einen viel weiteren Weg hinter sich und da wird es unterwegs älter. Aha, warum frage ich eigentlich? Also, ab mit dir. Jenny, regnet es eigentlich? Ja, Nacht, Dad. Nacht, mein Schatz. Mein lieber Schwan, ihr habt ganz schön dicke Tautropfen hier unten, nicht? Das ist kein Tau, Stan, das ist Regen. Regen? Regen. Oh, ich erinnere mich an Regen. Einmal hatten wir in Wolgate welchen. Einmal? Ja, kurz vor dem großen Buschfeuer von 78. Sie meinen, es regnet nie in Wolgate? Nein, deswegen macht es mir auch so viel Spaß, unter den Sternen zu schlafen. Das mache ich jede Nacht. Was, Sie schlafen draußen? Nein, ich schlafe in meinem Schlafzimmer. Es hat aber kein Dach. Was ist mit dem Dach passiert? Das große Buschfeuer von 78. Oh, ich verstehe. Hören Sie, Stan, sollten Sie nicht mal reinen Tisch machen und Betty Bescheid sagen? Oh nein, sie weiß längst Bescheid. Sie hat gesagt, wenn wir heiraten, dann wird nichts übrig bleiben, als das Dach wieder drauf zu nageln. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, was die ganze Woche los war, wo sie immer hingehen und was sie nachmittags machen. Ah ja, Sie haben das also gemerkt, hm? Ja, es war ein bisschen schwer zu übersehen. Ich mache mich dann auf den Weg, Tudelu. Oh, na ja. Martin, wissen Sie, in dieser Woche wiederholt sich jener Tag, an dem Elisabeth und ich... der Tag, an dem sich... ein sehr wichtiges und erdrutschartiges Ereignis in unserer Beziehung ereignete. Ja, darüber weiß ich bestens Bescheid. Es war der Tag, Martin! Wie dem auch sei, wir haben diesen Tag immer gemeinsam gefeiert. Ja klar, er bedeutet Ihnen ja auch sehr viel. Ja, wenn ich das so sagen kann, ich habe damals Elisabeth auf eine Reise zu neuen Gipfeln der Ekstase geführt. Sie wusste gar nicht, wie er geschah. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch gehört, ja. Da dachte ich mir also, dieses Jahr will ich ihr was Besonderes bieten. Also dieses Jahr, ich weiß, ich gehe mit ihr tanzen. Aber was hat das damit zu tun, dass Sie jeden Nachmittag verschwinden? Na, also liegt das nicht klar auf der Hand? Ich habe einen Tanzkurs gemacht. Ja, oh. Und dieses Mal werde ich ihr was total anderes bieten. Oh, wirklich? Das wird sie richtig umhauen. Das wird mal was ganz anderes für Sie sein. Ach, na ja, dann müssen wir uns eben für dieses Wochenende was anderes einfallen lassen. Ja. Ja. Ich dachte, ihr wolltet euch für das Wochenende das Hausboot mieten. Dad, du hast doch gesagt, dass ich nicht mitfahren darf. Ja, aber ich habe nochmal mit Mr. Botelli gesprochen und es mir überlegt. Was? Sie haben mit Mr. Botelli gesprochen? War er sauer? Das war er zuerst, aber dann habe ich ihm erklärt, wie viel Spaß ihr haben würdet und dann sind wir übereingekommen, dass ihr fahren sollt. Hat er wirklich? Hast du wirklich? Dann möchte ich wirklich alles zurücknehmen, was ich über dich gesagt habe. Ach, wirklich? Und was war das? Ach, nur, dass Sie ein alter Spießerheini sind und total verknöchert. Dass Sie in der Steinzeit leben und... Oh, dass Sie wirklich netter Typ sind. Ja, das glaube ich gern, das glaube ich. Oh, übrigens, Simon, Mr. Botelli hat gesagt, er gibt dir einen Scheck, wenn das okay ist. Ah, einen Scheck, Dad? Wofür denn?
Oh, habe ich tatsächlich vergessen, das zu erwähnen? Es ist sein Anteil für das Hausboot. Ich habe ihm gesagt, das wird lustig und jetzt fährt er auch mit. Mr. Potelli wird mit uns kommen? Ja, und seine beiden kräftigen, stiernackigen, handfesten Söhne auch. Ahoi. Hey. Ist noch ein Schluck Kaffee da, Martin? Oh ja, da drüben in der Kanistan, bedienen Sie sich. Mann, Sie haben aber lange geschlafen. Ich nehme an, Sie haben bis zum Morgengrauen getanzt. Oh, na ja, nicht ganz. Der Abend ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Oh, was ist denn passiert? Ja, es hat den Anschein, als wären Elisabeth und ich unvereinbar. Oh nein. Doch, auf dem Tanzparkett wenigstens. Scheint so, als hätte ich die vorige Woche damit verbracht, lauter falsche Tänze zu lernen. Was meinen Sie damit? Oh, na ja, also als ich einen Walzer tanzen wollte, da hat sie einen Watussi hingelegt. Und dann kam ich mit dem Foxtrott und sie mit einem Limbo. Und als ich einen Samba tanzen wollte, da wollte sie einen Slamdance hinlegen. Ich kann Ihnen sagen, das hat mir für einen Augenblick einen ziemlichen Schreck eingejagt. Der Abend war also ein Riesenreinfall. Tut mir leid, Stan. Oh, nein, 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 nein. Schließlich hat er sich dann doch noch überraschend gut entwickelt. Ich habe entdeckt, dass es Wichtigeres im Leben gibt als Tanzen. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es gleich unten an der Ecke einen wirklich astreinen Wasserturm. Mein lieber Schwan. Und wie astrein.